Ladies and Gentlemen, hier kommt Vipi und Adolf. Ladies and Gentlemen, hier kommt Wippe und Adi, die Perlen mit den Glatzen an der Steuer. Yo! Yo! Entfernt, aber deine letzte Rasur ist eine Woche lang her. Offenbar sehr, sehr haarige Sache. Gib mir das Rasiermesser, warte, ich mach das. Panikattacke, oh mein Gott. Sie sieht aus, als hätte sie es beim Zogeljob. Ach du Scheiße, du heiliges Arsch. Mit doppeltem Gesicht als ihr eigener Vater. Mehr Haare an den Beinen als 60 Kanacken. Und Pelz am ganzen Körper wie Eskimo-Jacken. Tut mir leid, aber da kann ich nicht, das muss nicht sein. Ich glaub, ich hab das falsch verstanden mit dem Buschig sein. Wo sind die Perlen mit Glatze? Schaum und ein Messer. Warte mal, Baby, guck mal hier, ich hab da mal was vorbereitet. Komm schon, mein Engel, ich will sehen, wo das hier lang geht. Du bist dir doch bewusst, dass grad nicht jeder bei dir ansteht. Ey, La Cucaracha, ich grad mach nur eine Nassrasur, aber freu mir eine Nasta. Langsam krieg ich Panik, also ich finde es erste Sahne, aber die Perle leider gar nicht. Und du froh, die kannst dir ein Ex-Freund an. Mutiger Typ aus Ghetto mit einem Tattoo an der Unterlippe. Und ich läuft die hätte niemals so eine Technik wie der Mikey. Ich sag Ramele mit Ding Dong und seh schon aus wie Tote, keine Candy mehr nur hinkommen. Wo sind die Perlen mit Glatze? Und Eichel, gib mir die Klinge und ich enthalte eine kleine Schelle. Da wo gar keine sind, jetzt ist Ende Pause. Ja, ich hol die Hängeplauze raus und geb deiner Hau nicht nur die Faust, sondern den Stängel auch ins Maul und dann bin ich wieder weg. Ja, ich rasier die Arme und Beine mit Asch und Eichel, gib mir die Klinge und ich enthalte eine kleine Schelle. Da wo gar keine sind, jetzt ist Ende Pause. Ja, ich hol die Hängeplauze raus und geb deiner Hau nicht nur die Faust, sondern den Stängel auch ins Maul und dann bin ich wieder weg. Wo sind die Perlen mit Glatze? Yo! Yo! Das war ihr wildes Video von Adi und Wippe.